Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier bei Ihnen bin. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie so zahlreich hier sind, für Ihr Interesse. Und ich finde, auch wenn diese Bundestagswahl zunächst mal so wirkt, als sei das eine unglaublich langweilige Angelegenheit. Nein, es geht bei dieser Wahl um was. Und wenn wir was ändern wollen, dann bitte ich Sie, stärken Sie die Linke. Ich verspreche Ihnen, eine außergewöhnlich und überraschend starke Linke, die bringt den Politbetrieb durcheinander. Und dann erreichen wir auch was für bessere Löhne, höhere Renten und mehr soziale Gerechtigkeit. Ich meine, Sie haben ja jetzt sicherlich in den zwei Reden schon sehr, sehr viele gute Argumente gehört, warum es so wichtig ist, die Linke zu wählen. Und da ich jetzt erst gekommen bin und die beiden Reden leider nicht hören konnte, kann es sein, dass das ein oder andere Argument vielleicht jetzt von mir nochmal genannt wird, was Sie schon gehört haben. Aber ich finde andererseits, wenn man sich so umsieht in diesem Land, wenn man hört, wie viel da gerade auch in der Politik gelogen wird, dann kann man die Wahrheit doch ruhig auch zweimal sagen. Und deswegen finde ich auch dann kein Problem, wenn vielleicht das ein oder andere schon gesagt wurde. Ich meine, Sie haben gerade am Anfang ja auch unseren tollen Direktkandidaten Fabio De Masi hier erlebt. Und ich finde, auch das zeigt doch, dass die Linke eine andere Partei ist als alle anderen, weil wir haben junge Leute mit Rückgrat, die sich wirklich einsetzen für die Belange der Menschen. Wenn ich mir ansehe, die Alternative, Herr Kars, ein beinharter Rüstungslobbyist, also so kann man doch nicht, dafür kann man doch nicht stimmen, das kann man doch wirklich nicht wählen. Und insofern werbe ich dafür, nicht nur mit der Zweitstimme, auch mit der Erststimme. Wählen Sie die Linke und wählen Sie uns hier in Hamburg, damit wir hier stark werden und Fabio über die Liste, aber vielleicht auch direkt nochmal richtig Rückhalt bekommt, damit er im Bundestag dort mit seiner ganzen Kompetenz sich einbringen kann. Ich meine, wenn man sich so im Land umtut oder unterwegs ist, man kommt ja gar nicht daran vorbei, man sieht die ganzen Wahlslogans, die da auf einen einstürmen. Und ich sag mal, mein ganz persönlicher Favorit, das ist wirklich dieser wunderbare Slogan für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Da habe ich mir wirklich gedacht, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, da hat sich einer wirklich was einfallen lassen. Also überzeugender als mit diesem Slogan kann man für die Abwahl von Frau Merkel wirklich nicht werben. Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben, das heißt Schluss mit weiter so. Das heißt andere Politik, das ist doch völlig klar. Und ich meine, als ich dann mitgekriegt habe, dass das ausgerechnet die CDU ist, die das plakatiert. Also da muss man doch wirklich sich als Wählerin oder als Wähler schlicht und einfach verhöhnt fühlen. Also Frau Merkel regiert dieses Land seit 12 Jahren. Sie hatte 12 Jahre Zeit, in diesem Land für Verhältnisse zu sorgen, die wirklich für alle Menschen ein gutes und sicheres Leben bedeuten. Und was ist aber in diesen 12 Jahren geschehen? Es gab noch nie so viele ungesicherte, schlecht bezahlte Jobs wie heute. Die Altersarmut ist weiter angestiegen. Die Mieten sind weiter explodiert. Die soziale Kluft ist immer größer geworden. Und da plakatieren die allen Ernstes für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Ich finde, auch das muss doch ein deutliches Signal sein. Die haben mit der Realität offenbar nichts mehr zu tun. Aber Parteien, die so realitätsfremd sind, die sollten auch nicht wiedergewählt werden. Im Gegenteil, die brauchen ein deutliches Signal, dass es so nicht weitergehen kann. Ich meine, wie sich die Verhältnisse in Deutschland in den letzten 20 Jahren verändert haben, das besagt doch eine Zahl, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung vor einiger Zeit ermittelt hat, jetzt Anfang des Jahres. Die haben sich nämlich mal angeguckt, wie haben sich wirklich die Einkommen in Deutschland entwickelt in den letzten 20 Jahren. Und zwar nicht nur der berühmte Durchschnitt, sondern die Einkommen der Menschen in den einzelnen Bevölkerungsgruppen. Und da sind sie zu einem, wie ich finde, wirklich erschreckenden Resultat gekommen. Die Ökonomen vom DIW haben nämlich festgestellt, dass 40% der deutschen Bevölkerung, also 40% der Menschen, die in diesem Land leben, heute tatsächlich weniger Einkommen haben, in Kaufkraft gemessen,
im Vergleich zu dem Ende der 90er Jahre. 40%, okay, das ist nicht die Mehrheit, aber das ist fast die Hälfte der Bevölkerung, die in diesen 20 Jahren Wohlstand und Einkommen verloren haben. Und ich finde, wenn man das weiß und sich dann anhört, wie hier ein Wohlfühlwahlkampf gemacht wird, wie uns eingeredet wird, es liefe alles so toll, die Wirtschaft brummt, alles in Deutschland ist in Butter, die Leute sind alle begeistert von der Politik. Also da muss man sich doch wirklich fragen, was läuft denn da ab? Frau Merkel erzählt auf jedem Wahlkampfauftritt, Deutschland geht es so gut wie nie zuvor. Wie nie zuvor. Diese 40% der Menschen, die knappe Hälfte, denen geht es nicht so gut wie nie zuvor. Die haben Einkommen verloren. Also bleibt doch nur der Schluss. Entweder gehören für Frau Merkel, gehört knapp die Hälfte der Bevölkerung in diesem Land nicht zu Deutschland, weil denen geht es eben nicht so gut wie nie zuvor. Oder aber die Frau weiß wirklich nicht, wie die Lebensrealität der Menschen in diesem Land ist. Und ich finde, egal welche zwei von diesen Alternativen wirklich zutreffen, beide zeigen doch, die Frau hat keine Verlängerung verdient. Die gehört im September in Rente geschickt. Und dafür wollen wir mitsorgen. Und bei uns können Sie sich auch darauf verlassen. Unsere Stimmen garantiert nicht für Frau Merkel. Aber klar, es geht natürlich um mehr. Es geht nicht nur darum, Frau Merkel abzuwählen und vielleicht durch irgendjemand sonst auszutauschen, der dann die gleiche Politik macht. Es geht darum, ihre Politik abzuwählen. Es geht darum, dass das nicht so weitergehen kann, dass die Politik vor allem mit Konzernen kungelt und sich um die sozialen Interessen von Beschäftigten, von Rentnern, von Arbeitslosen nicht besonders kümmert. Dass sie einfach hinnimmt, dass in diesem Land ganz viele Kinder in maroden Schulen lernen müssen, wo wegen chronischen Lehrermangels noch nicht mal der Schulstoff geschafft werden kann. Dass sie hinnimmt, dass die soziale Kluft immer größer wird. Das darf eben einfach nicht so weitergehen. Und da sind wir natürlich bei einer gewissen Schwierigkeit. Und das meines Erachtens ist auch die Erklärung dafür, warum dieser Wahlkampf so dröge läuft, obwohl es eigentlich so dringend an der Zeit wäre, die Probleme zu lösen. Also Frau Merkel kann sich ja, nachdem, so wie das jetzt aussieht, tatsächlich ohne irgendeine Anstrengung auf die nächste Amtszeit einstellen. Aber warum ist das so? Ist das so, weil die Leute keinen Wechsel wollen? Ist das so, weil viele finden, es läuft alles toll? Also meine Erfahrung, wenn ich mit Bürgerinnen und Bürgern diskutiere, ist eine völlig andere. Nicht, dass man sich keinen Wechsel wünscht, sondern dass man schlicht die Hoffnung aufgegeben hat, dass es bei dieser Wahl zu einer wirklichen Veränderung kommt. Und die Hoffnung hat man aufgegeben, als man festgestellt hat, dass Herr Schulz eigentlich auch nicht für eine grundsätzlich andere Politik steht. Dass die SPD ja seit vielen Jahren tatsächlich gemeinsam auch mit der Union Politik in diesem Land macht. Und es hat sich eben nichts verbessert. Es ist eben vieles weiter oder sogar noch schlechter geworden. Ich meine, dass es eine unglaubliche Sehnsucht nach einer anderen Politik gibt. Dass es sehr wohl eine Wechselstimmung gibt. Ich finde, das hat man doch dadurch gesehen, wie Martin Schulz unmittelbar nach seiner Nominierung, wie er da plötzlich in Umfragen durch die Decke gegangen ist. Das war ja unglaublich. Aber das war doch nicht, weil Martin Schulz so ein nettes Gesicht hat, das hätte er ja heute auch noch. Sondern offensichtlich war es doch mehr, dass ganz viele Menschen gehofft haben, dass mit der Auswechslung des Kanzlerkandidaten und Parteivorsitzenden bei der SPD auch deren Kurs sich verändert. Nämlich, dass die SPD wieder zurückfindet zu sozialdemokratischer Politik. Das war doch offensichtlich die Hoffnung damals. Und da muss ich sagen, und ich finde das wirklich tragisch, weil es mich ärgert, dass Frau Merkel jetzt das alles so leicht gemacht wird. Aber man muss schon sagen, die SPD und das Team um Martin Schulz hat wirklich alles daran gesetzt, in den Monaten darauf genau diese Hoffnung zu zerstören. Genau diese Hoffnung zu zerstören. Also ich meine, die haben ein Wahlprogramm. Da ist ja wirklich, sagen wir, zaghafter und ängstlicher ist, glaube ich, die SPD noch kaum zu einer Bundestagswahl angetreten. Noch nicht mal mehr eine Vermögenssteuer für Superreiche traut man sich zu fordern. Die ganzen Rentenkürzungen der letzten Jahre findet man völlig akzeptabel. Man sagt nur, wir wollen nicht noch weiter kürzen. Hartz IV, Niedriglohnsektor, alles das bleibt stehen, auch Leiharbeit und vieles andere. Ja, und dann wundern Sie sich, dass es keine Wechselstimmung gibt?
Meine Frau Merkel sagt, sie kennen mich. Ja, und Herr Schulz, gut, den kennt man weniger, aber er sagt, naja, so ganz viel anders will ich auch nicht machen. Also wie soll denn da in so einer Alternative eine Wechselstimmung entstehen? Und deswegen bin ich überzeugt, ja, wir brauchen ein wirklich überraschend starkes Ergebnis der Linken, auch deshalb, dass die SPD und deren Spitze sich nicht traut, nach dieser Wahl in die nächste große Koalition zu verschwinden. Weil das wäre doch ein Skandal, das wäre doch wirklich das Allerletzte, was wir brauchen für dieses Land. Und natürlich wünsche ich mir, dass Sie endlich mal wieder an Ihre Wurzeln denken. Dass Sie endlich auch mal wieder daran denken, dass sozialdemokratische Parteien gegründet wurden, um Politik für Arbeitnehmer, für Rentner, für Arbeitslose zu machen. Nicht Politik für die DAX-Vorstände, weil die wählen die doch sowieso nicht. Also ich kann es auch irgendwie nicht verstehen, wie man sich da orientiert. Und ich meine, man macht sich ja eben auch sehr, sehr unglaubwürdig, wenn man so agiert. Also für mich war wirklich der Tiefpunkt der letzte SPD-Parteitag. Also der hatte ja einen wunderschönen Slogan, nämlich Zeit für Gerechtigkeit. Das war bei dem SPD-Parteitag der Slogan. So, und unter diesem Slogan, wer war der Starredner? Ex-Kanzler Gerhard Schröder, der für den größten Sozialabbau der bundesdeutschen Geschichte verantwortlich ist. Also ich meine, mehr kann man seine eigene Unglaubwürdigkeit doch nicht ins Schaufenster stellen. Und dann wundern die sich, dass ihre Umfragen wegbröckeln. Nein, die brauchen einen Weckruf. Und der einzige Weckruf, den sie hören, ist eine starke Linke. Und deswegen müssen wir deutlich bei dieser Bundestagswahl dieses Signal aussenden. Ich meine, sowohl von Martin Schulz als auch von Frau Merkel muss man ja auch sagen, also die Union plakatiert ja jetzt sogar, es ist ja wirklich fast schon krank, gute Arbeit, gute Löhne. Und gut, Martin Schulz sagt auch immer, man muss den Menschen Respekt zollen, die hart arbeiten. Aber ich meine, da muss man doch wirklich an beide Parteien die Frage stellen, woher kommt denn dieser riesige Niedriglohnsektor, den wir in Deutschland haben? Wie kommt es denn, dass inzwischen in diesem reichen Land jeder Fünfte für Niedriglohn arbeitet und davon natürlich nicht leben kann? Wie kommt es, dass sich der Anteil derer, die trotz Arbeit arm sind, also ein Einkommen unter der Armutsschwelle haben, in den letzten Jahren mehr als verdoppelt hat? Wie kommt denn das? Ja, wenn ich zum Beispiel hier den regierenden Bürgermeister Herrn Scholz höre, das hat er mir ja kürzlich in einer Talkshow erklärt, haben vielleicht einige von Ihnen gesehen, liegt das nicht an der Politik, sondern das liegt daran irgendwie an der Globalisierung. Also man hat schon das Gefühl, dass eine Naturgewalt von Niedriglohnjobs, die irgendwie über uns kam, und wer behauptet, das hätte was mit Gesetzen zu tun, der ist ja ein ganz finsterer Verschwörungstheoretiker. Also es ist bestimmt eine Verschwörungstheorie, wenn man sagt, die Verdreifachung der Leiharbeit seit dem Jahr 2000 hätte damit zu tun, dass die Politik damals hingegangen ist und gesagt hat, wir erlauben es den Unternehmen, einen Arbeitsplatz immer wieder mit einem Leiharbeiter zu besetzen. Das war nämlich vorher verboten. Das hat man erlaubt. Aber ist natürlich totale Verschwörungstheorie dran zu glauben, dass die deswegen mehr Leiharbeiter eingestellt haben, um ihre Lohnkosten zu drücken. Oder auch dieser Boom der ungesicherten Beschäftigung, der befristeten Jobs. Der hat natürlich auch nichts damit zu tun, dass die Politik irgendwann hingegangen ist und hat diese Kettenverträge erlaubt. Hat es erlaubt, dass immer wieder ein Arbeitsplatz befristet vergeben wird, ohne dass es irgendeinen Sachgrund gibt. Und das hat natürlich auch alles gar nichts damit zu tun, dass Hartz IV eingeführt wurde. Hartz IV, was nun wirklich im Grunde das Damoklesschwert ist, was über jedem schwebt, der seinen Job noch hat, weil er weiß, spätestens nach einem Jahr Arbeitslosigkeit fällt er ins soziale Nichts. Natürlich ist das doch ein Druck, dass Menschen dann schlechtere Arbeitskonditionen akzeptieren. Aber nein, das ist ja alles Verschwörungstheorie. Es hat garantiert auch gar nichts damit zu tun, dieser Niedriglohnsektor, dass man irgendwann die Zumutbarkeitsregeln geändert hat. Also früher war es so, dass Menschen Arbeit annehmen mussten, die in etwa das Einkommen gebracht hat, was sie vorher hatten. Heute muss man zwangsläufig auch untertariflich bezahlte, auch Leiharbeit, alles muss man annehmen. Da macht der Staat sich ja selbst zum Beihelfer der Lohndrücker.
Aber das hat natürlich nichts mit dem Niedriglohnsektor zu tun. Das ist alles Verschwörungstheorie. Also ich finde Parteien oder auch Politiker, die so argumentieren, da merkt man doch, die haben offensichtlich kein einziges Argument mehr. Verdammt nochmal, so kann man doch nicht die Leute verarschen. Natürlich ist dieser Boom der ungesicherten Jobs ein Ergebnis politischer Entscheidungen. Und deswegen sagen wir als Linke auch ganz klar, wer gute Arbeit, gute Löhne will, wer will, dass die Menschen, die arbeiten, Respekt, dass denen Respekt gezollt wird, ja, der muss die verdammten Gesetze zurücknehmen, die den Lohndrückern in den Unternehmen den roten Teppich ausgerollt haben und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer wehrloser gemacht haben. Die Agenda 2010, die hatte keine Fehler, die war der Fehler. Und deswegen sagen wir, das gehört zurückgenommen, das war falsche Politik, das hat uns nicht vorangebracht. Ich meine, der Wirtschaftsweise, also Mitglied des Sachverständigenrats Peter Bofinger, hat ja vor kurzem auch darauf hingewiesen, was das für ein ökonomischer Nonsens ist, immer die Arbeitslosenzahlen von heute mit den Arbeitslosenzahlen von 2005 zu vergleichen. Das war ein Krisenjahr. Jetzt arbeitet die Wirtschaft auf Hochtouren. Er hat gesagt, wenn man etwas vergleichen will, muss man mit dem Jahr 2001 vergleichen. Das ist ja auch tatsächlich vor der Agenda 2010. Und dann hat er nachgewiesen, die Arbeitslosigkeit ist gar nicht so relevant gesunken in dieser Zeit. Es sind gerade im Osten viele dann in Rente gegangen, die in den 90ern massiv arbeitslos waren, ja. Und im Westen ist die Arbeitslosigkeit um gerade mal 320.000 Leute gesunken. Und da erzählen die uns, das sei nun das super Stoppwunderprogramm. Tatsächlich, was hat man denn erreicht mit diesen Arbeitsmarktreformen? Man hat erreicht, dass da, wo vorher mal ein Mensch von einer Vollzeitarbeitsstelle leben konnte, jetzt 3 Minijobs oder Teilzeitjobs oder prekäre Jobs, Leiharbeitsjobs und anderes sind. Das hat man erreicht. Aber das ist doch kein Vorteil. Die einzigen, die davon profitieren, das sind die Unternehmen, gerade die großen Unternehmen, die jedes Jahr Rekordgewinne machen. Das sind die großen Dividendenbezieher, die jedes Jahr mehr einstreichen. Aber das ist doch keine Politik für die Mehrheit. Und ähnlich sieht es doch auch bei der Rente aus. Ich meine, bei der Rente wird doch auch gelogen, dass sich die Balken biegen. Da wird uns seit Jahren erzählt, ja, man muss ja die gesetzliche Rente kürzen, weil wir alle immer älter werden. Weil wir alle immer älter werden. Und weil man die gesetzliche Rente kürzt, empfiehlt man dann den Menschen, die davon natürlich nicht mehr leben können, ah, dann machen sie doch einen von diesen tollen Riester-Verträgen. Und da hat man also Versprechungen gemacht, wie sich das auszahlt. Und obwohl inzwischen eigentlich jedem klar sein müsste, dass diese Riester-Verträge ein Riesenbetrug sind, weil die Zinsen sind weit niedriger als die Riesenprovisionen, die Banken und Versicherungen damit machen. Das heißt, sie schmeißen einen Teil ihres Geldes im Grunde zum Fenster raus. Obwohl das inzwischen klar ist, geht Frau Nahles hin und macht jetzt noch einen Betriebsriester. Und dieser Betriebsriester, also Betriebsrente ist das ja nicht, dieser Betriebsriester unterscheidet sich von den alten Verträgen vor allem dadurch, dass noch nicht mal ein bestimmter Anspruch erworben wird, sondern dann zahlt man Beiträge und je nachdem, wenn die Aktienmärkte gerade boomen, dann kriegt man viel und wenn die Aktienmärkte gerade runtergehen, dann kriegt man so gut wie gar nichts. Das heißt, das sind wirklich amerikanische Verhältnisse, wo dann Rentnerinnen und Rentner im Supermarkt stehen müssen und dort helfen, Regale einzuräumen. Wer will denn solche Verhältnisse? Und ich finde, wer erzählt, dass ein Land wie Deutschland sich nicht leisten kann, dass ein Land wie Deutschland sich nicht leisten kann, den Rentnerinnen und Rentnern eine auskömmliche Rente zu zahlen, die sie wirklich davor schützt, soziale Not zu haben, die sie davor schützt, noch arbeiten zu müssen. Wer das erzählt, der lügt, weil dass es anders ist, das kann man in unserem Nachbarland Österreich sehen. Mein Österreich hat eine ähnliche Demografie wie Deutschland. Er hat auch ähnliche Probleme. Aber die Regierung ist einen anderen Weg gegangen. Die haben gesagt, okay, wir machen keine Privatisierung, auch unter dem Druck der Gewerkschaften, sondern wir machen die gesetzliche Rente zukunftsfest. So, und wie haben sie das gemacht? Sie haben es dadurch gemacht, dass sie einen großen Rententopf gemacht haben.
Und in diesen einen großen Rententopf zahlen eben alle ein. Also nicht nur die abhängig Beschäftigten, auch die Selbstständigen, die Beamten, sogar die Politikerinnen und Politiker, alle zahlen in einen Topf. Alle kriegen ihre Rente aus dem einen Topf. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. In Österreich hat ein Durchschnittsrentner sage und schreibe 800 Euro mehr im Monat. Und ich finde, darauf kann man nicht oft genug hinweisen, weil es einfach zeigt, ohne Not wird in Deutschland zugelassen, dass Millionen Menschen Angst vor Altersarmut haben müssen und viele ja schon tatsächlich auch altersarm sind, ohne Not. Und das kann doch nicht wahr sein, dass man so viele Menschen um ihre Lebensleistung betrügt. Also ehe die auf ihre Plakate weiter drucken, dass irgendwie die Renten nicht klein sein sollen, das ist ja ein Plakat der SPD oder auch eben die CDU immer wieder preist, wie gut es uns geht. Verdammt nochmal, ehe sie solche Plakate drucken, sollen sie lieber ihre Emissäre nach Österreich schicken, sollen sich dort mal das Gesetz angucken, sollen es im Bundestag einbringen. Wir würden sogar zustimmen. Und dann wäre eines der ganz drängenden Probleme in diesem Lande gelöst, nämlich das Problem steigender Altersarmut. Das wäre dringend notwendig und dafür kämpfen wir. Eine ganz nebenbei muss man natürlich sagen, das österreichische Modell hat sogar noch einen zusätzlichen Vorteil. Ich habe ja gesagt, alle zahlen ein. Auch die Politikerinnen und Politiker müssten dann natürlich einzahlen. Und das heißt, dass auch die Ruhegelder der Politikerinnen und Politiker von dem allgemeinen Rentenniveau abhängig wären. Und ich finde so ein System schon deswegen gut, denn ich verspreche Ihnen, wenn das in Deutschland so wäre, dann würde es verdammt schwierig, im Bundestag noch Mehrheiten für Rentenkürzungen zu bekommen. Selbst die Unionsabgeordneten würden sich das 10-mal überlegen, wenn sie ihr eigenes Ruhegeld damit kürzen würden. Aber es ist völlig klar, natürlich hat Altersarmut auch was mit Lohnentwicklung zu tun. Und deswegen muss man auch einen Punkt noch ansprechen, der damit zusammenhängt. Wir haben ja die Bundesregierung mal gefragt, wie viel muss eigentlich jemand verdienen, der sein Leben lang arbeitet, 45 Jahre, immer Vollzeit, und der dann im Alter eine Rente haben möchte, die etwas oberhalb der Grundsicherung liegt. Und da hat die Bundesregierung selber ausgerechnet, dass man dafür 11,38 Euro in einer Stunde braucht. Über 11 Euro, also fast 12 Euro. So, und das wissen die. Und trotzdem tun sie nichts dagegen, dass es in Deutschland einen Mindestlohn gibt, der eben nicht bei über 11 Euro oder knapp 12 Euro liegt, sondern der bei 8,84 Euro liegt. 8,84 Euro. Das ist weniger als in unseren Nachbarländern, die vergleichbare Wirtschaftsleistung haben. 8,84 Euro. Wer kann davon in diesem Land leben? Wer kann davon in einer Stadt wie Hamburg seine Miete bezahlen? Das ist doch völlig unmöglich. Und wenn Sie sich dann die Typen angucken, die uns trotzdem erklären, mehr als 8,84 Euro können wir doch gar nicht bezahlen. Das kann sich die Wirtschaft doch gar nicht leisten, die doch so starke deutsche Wirtschaft, mehr als 8,84 Euro. Oh, gar nicht geht das. Gucken Sie sich mal die Gesichter dieser Typen an, die sowas erzählen. Sieht man denen an, das sind ja Politiker, Unternehmer, Vertreter der Arbeitgeberverbände, jedem Einzelnen von denen, der ihnen erzählt, mehr als 8,84 Euro ist nicht drin, jedem Einzelnen von denen, finde ich, sieht man im Gesicht an, dass der wahrscheinlich keinen einzigen Monat über die Runden käme, wenn man ihm für seine Arbeit mal 8,84 Euro bezahlen würde. Die wissen wahrscheinlich noch nicht mal, wie das geht, aber es interessiert sie offensichtlich auch nicht. Und das ist doch der Skandal. Und ich meine, was diesen Wahlkampf ja auch oder viele Wahlkämpfe auszeichnet, sind ja eben immer so ungedeckte Schecks, die dann ausgestellt werden, Versprechungen, von denen man gar nicht vorhat, sie einzulösen. Nehmen wir die Steuerpolitik. Also es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass gerade Klein- und Mittelverdiener in diesem Land besonders stark steuerlich belastet sind. Das hat ja auch damit zu tun, dass so große Konzerne wie Apple, Starbucks und andere eben so gut wie gar keine Steuern zahlen, weil sie lukrative Steuersparmodelle haben. So, und jetzt sehen fast alle Parteien hin, wir fordern das ja auch, und sagen, okay, wir wollen kleine und mittlere Einkommen entlasten. Ja, völlig richtig. Aber ich sage Ihnen, nehmen Sie keiner Partei ab, dass sie das einlöst, wenn sie Ihnen nicht dazu sagt, wo sie das fehlende Geld herholen will.
Weil wenn SPD und CDU sagen, sie wollen die kleinen und mittleren Einkommen um 15 Milliarden entlasten, ja, dann müssten sie doch eigentlich irgendeine Antwort liefern, wo diese 15 Milliarden hergeholt werden. Und da ist zumindest bei der CDU ist gar nichts und bei der SPD ist sehr wenig. Und deswegen bin ich fest überzeugt, wer wirklich kleine und mittlere Einkommen entlasten will, ja verdammt nochmal, der muss eben auch das Rückgrat und den Mut haben, das Geld bei denen zu holen, wo der große Schotter zu holen ist, nämlich bei den Multimillionären, bei den Milliardären und bei den Konzernen. Da liegt tatsächlich genug Geld, da kann man es auch holen. Aber da muss man eben auch den Mut dafür haben und den haben die eben alle nicht. Ich meine, die Linke ist so angegriffen worden, weil wir sagen, jemand, der über 1 Million Euro im Jahr verdient, über 1 Million, der soll in der Spitze, also das, was über 1 Million hinausgeht, mit 75% Steuersatz versteuern. So, da wurde uns gesagt, die Linke, das geht ja gar nicht, das ist doch gar nicht zumutbar. Das ist auch völliger versponnener Mist. Also versponnen ist es übrigens gar nicht, die USA, die ja nun nicht gerade ein sozialistisches Land jemals war. Also die USA hatte bis 1981 einen Spitzensteuersatz von 70%. Deutschland hatte ganz am Anfang unter Adenauer einen Spitzensteuersatz sogar von 95%. Also sowas trauen wir uns ja gar nicht. Aber bei den 75, also sowas hat es gegeben und sowas wird es auch immer mal wieder geben. Die Frage ist ja nur, ab welcher Einkommenshöhe. Aber was ich noch viel frappierender finde, ist dieses Argument, was uns entgegengehalten wird, das sei doch unzumutbar, dass jemand, der so viel leistet und über 1 Million verdient, dass dem dann in der Spitze 75% weggenommen werden. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir gewünscht, dass mal ein Journalist die Frage stellt, ist es eigentlich zumutbar, dass jemand, der 1.300 Euro verdient oder 1.400 Euro im Monat verdient, dass der in der Spitze einen Einkommenssteuersatz von über 30% hat. Ist das zumutbar? Und da sagen wir als Linke, nein, das ist wirklich nicht zumutbar. Deswegen wollen wir auch Einkommen bis 1.400 komplett steuerfrei stellen. Davon kann man doch nicht leben. Aber da, wo mehr als genug Geld ist, da finde ich, sollte man auch das Rückgrat haben, dieses Geld zu holen und dann damit vernünftige Dinge zu finanzieren. Und das betrifft natürlich genauso eine Millionärssteuer, also die Steuerbesteuerung von Riesenvermögen. Da wird ja auch so gerne gesagt, das sei doch eine Enteignung. Wenn man riesige Vermögen von Millionen oder Milliarden, wenn man die besteuert mit einer Vermögenssteuer, das sei ja eine Enteignung. Wird uns dann entgegengehalten. Und Enteignung darf es natürlich in diesem Deutschland nicht geben. Ist übrigens nicht richtig. Es gibt Enteignung in Deutschland. Wer beispielsweise bis zum Alter von 50 Jahren immer gearbeitet hat und hat sich was angespart, hat sich was aufgebaut und wird dann arbeitslos, der wird eiskalt enteignet. Dem wird alles weggenommen, was er mal hatte und angespart hat, bevor er Hartz IV bekommt. Also da sind Enteignungen an der Tagesordnung. Und diese Art Enteignung, die wollen wir tatsächlich beenden. Aber umgekehrt ist es eben auch so, wenn man sich anguckt, diese riesigen Vermögen, deren Besteuerung als Enteignung zu bezeichnen, heißt, man hat einfach Zusammenhänge überhaupt nicht verstanden. Es ist doch nicht die Besteuerung von Milliardenvermögen eine Enteignung, sondern die Existenz von Milliardenvermögen, die beruht doch auf Enteignung. Wer kann sich denn Milliarden erarbeiten? Das sind doch die Beschäftigten in den Unternehmen, die das erarbeitet haben. Und deswegen eine Millionärssteuer für wirklich riesengroße Vermögen von 100 Millionen, von Milliarden, das wäre keine Enteignung, das wäre eine Rückgabe. Da würde sich die Allgemeinheit endlich mal zurückholen, was ihr zusteht oder zumindest einen kleinen Teil davon, um gute Bildung, gute Pflege, gute Krankenversorgung zu finanzieren. Und das wäre dringend nötig und besser, als dieses Geld auf privaten Konten zu bunkern. Aber nun gibt es sicherlich viele, die sich fragen, warum ist das eigentlich so? Warum bestimmen offenbar immer nur die Interessen von Minderheiten, von einflussreichen Lobbys die Politik? Wir haben doch eigentlich eine Demokratie, wir können wählen alle 4 Jahre. Warum setzen sich immer wieder Lobbyinteressen durch? Ich meine, dieser ganze Irrsinn, der ist ja schon angesprochen mit der Aufrüstung. Dieses Jahr 8% mehr Rüstungshaushalt.
dieser ganze Schwachsinn, auch der Kriegspolitik, diese ganze Kungelei auch jetzt mit den Autokonzernen, statt hinzugehen und zu sagen, die Betrügereien zu verantworten haben, die müssen jetzt auch haften und müssen die Autos so umrüsten, dass sie wirklich schadstoffarm sind, was ja technologisch geht, es kostet halt nur Geld. Warum ist die Politik da so rückgratlos? Warum geht sie nie an die ran, die wirklich Kohle haben? Und wenn wir darüber nachdenken, ich finde, dann sind wir ganz schnell bei bestimmten Strukturen, die uns zu denken geben lassen sollten und die wir auch ändern sollten. Ich meine, wir haben das alle jetzt mitbekommen, wie über Schröder diskutiert wurde und dass er jetzt also in den Aufsichtsrat von Rosneft geht. Ich finde aber, die Erregungsspirale hat sich an dem falschen Punkt entzündet. Ich finde, der eigentliche Skandal ist doch überhaupt, dass ein ehemaliger Bundeskanzler, der ja immerhin auch gute Bezüge dann unser Lehrer hat, damit er sich nicht irgendwo verkaufen muss nach seinem Ausscheiden, dass der in die private Wirtschaft geht und sich dort für frühere Gefälligkeiten üppig entlohnen lässt und seine Kontaktliste versilbert. Und das ist doch das Kernproblem. Und das ist nicht nur ein Problem Schröder. Das ist ein Problem, was wir generell haben, dass so viele Politiker... dass so viele Politiker nach dem Ausscheiden aus der aktiven Politik in genau die Branche wechseln, mit der sie vorher zu tun hatten. Und da kann man sich meistens genau angucken, was für Entscheidungen sind denn in deren politischer Zeit gefallen. Und es sind meistens dann Entscheidungen. Das ist ein klassisches Beispiel. Gerhard Clement damals hat die Leiharbeit liberalisiert, geht in den Aufsichtsrat eines Leiharbeitsunternehmens. Aber auch später viele andere, die dann mit irgendwelchen Unternehmen zu tun hatten, die davon profitiert haben. Und dann wurden sie von diesen Unternehmen in die Aufsichtsräte geholt und haben sich da so richtig den Hintern vergolden lassen. Ja, ich sag mal, was ist denn das? Das ist doch Korruption nach dem Motto, bezahlt wird später. Und ich finde, da müssen endlich Regeln her, die das verhindern, die das ausschließen. Das ist doch gekaufte Politik. Und es gibt noch etwas. Auch darüber kaufen sich große Unternehmen Politik. Und das sind die Parteispenden von Unternehmen. Klar, jedes Unternehmen kann spenden. Auch ein Handwerksbetrieb, auch ein kleiner Solo-Selbstständiger, die können alle spenden. Aber die alle, und auch an Rentner und auch an Arbeitslose, die können theoretisch alle spenden. Aber niemand von denen kann Spenden in einer Größenordnung an eine Partei überweisen, die für diese Partei tatsächlich relevant ist. So relevant, dass sie vielleicht danach ihre Politik ausrichtet. Aber wenn BMW der CDU mal eben 600.000 Euro überweist, dann ist das natürlich relevant für die Politik. Und dann überlegt sich so eine Partei, mache ich was, was denen auf die Füße tritt, den Eigentümern dieser Unternehmen, oder mache ich es lieber nicht? Dann kriege ich ja vielleicht keine Spende mehr. Oder bei den Banken und bei den Rüstungskonzernen, ganz klar, große Spenden inzwischen an alle Parteien, also außer der Linken natürlich, aber an die CDU, CSU, an die FDP, an die SPD, neuerdings sogar an die Grünen. Große Spenden, ja, und wer wundert sich dann noch, dass der Rüstungshaushalt ständig steigt und dass ständig neue Rüstungsausgaben beschlossen werden, nicht wegen unserer Sicherheit, sondern vielleicht, weil man sich da bestimmten Lobbys gefällig zeigen will. Und deswegen, ich glaube, selbst wenn Sie nicht alle Argumente der Linken schon ganz überzeugend finden, selbst wenn Sie nicht alle Positionen der Linken schon ganz überzeugend finden, ich finde, es gibt einen Grund, der wirklich ganz stark dafür spricht, die Linke zu stärken und die Linke zu wählen. Wir sind tatsächlich die einzige Partei. Auch die AfD wird übrigens massenhaft geschmiert von irgendwelchen Unternehmen. Die machen es nur verdeckter. Wir sind tatsächlich die einzige Partei, die noch nie einen müden Euro von einer Rüstungsschmiede, von einer Bank, einer Versicherung oder einem Autokonzern bekommen hat. Und das zeigt doch, wir sind unabhängig, wir sind nicht käuflich, aber wir sind wählbar. Und deswegen Ihre Stimme am 24. September für die Linke. Vielen Dank.